Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Puigdemont bezeichnet Vorgehen Madrids als rechtswidrig. Im Fernsehen sprach der katalanische Regionalpräsident von einem Angriff auf die Demokratie. Die spanische Zentralregierung hatte gestern die Absetzung der separatistischen Regionalregierung eingeleitet und Neuwahlen ausgerufen. Aus Protest dagegen gingen hunderttausende Menschen auf die Straße. Rechtsruck in Tschechien. Der umstrittene Populist Babiš und seine Protestbewegung ANO haben die Parlamentswahl mit knapp 30% klar gewonnen. Er dürfte den bisherigen sozialdemokratischen Premierminister Sobotka ablösen. Die rechtsextreme SPD erhielt 10,6%. Parlamentswahl in Japan. Nach jüngsten Umfragen kann die regierende Koalition des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Abe mit einem Sieg rechnen. Abe hatte die Wahl um gut ein Jahr vorgezogen, nachdem seine Umfragewerte wegen der Nordkorea-Krise angezogen hatten. Benefizgala für Hurricane-Opfer in den USA. Dazu kamen alle 5 noch lebenden ehemaligen US-Präsidenten zusammen. Jimmy Carter, George Bush Senior, George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama traten gemeinsam auf die Bühne, um für Spenden zu werben. Die Ergebnisse vom Samstag in der Fußball-Bundesliga. Leipzig-Stuttgart 1:0, Mönchengladbach-Leverkusen 1:5, Frankfurt-Dortmund 2:2, Augsburg-Hannover 1:2, Hamburg-München 0:1. Das Wetter. Heute im Südosten Regen, sonst wechselnde bis starke Bewölkung und einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Windig, 7 bis 15 Grad.